So, dann muss ich aber kurz Karl-Heinz Friedrich beseitigen. Der wird mir nämlich sonst garantiert in meine Oh, du lebst ja noch. Manchmal vergesse ich, wie viel die aushalten. Der wird mir garantiert sonst in meine Begrüßung nämlich reinpreschen. Deswegen haben wir uns da schon mal drum gekümmert. So, es ist nichts passiert. Also beim letzten Mal wollten wir eigentlich Lowrul erkunden. Das haben wir teilweise auch gemacht. Wir haben zum einen das Diebesversteck im Dorf der Verbannten gemacht mit dieser netten Escort-Mission, die aber eigentlich ganz okay war. Und waren dann noch südlich von hier in dem Wasserdungeon, der eigentlich auch ganz cool war. Also der war ein bisschen verwirrender als der Rest bis dato. Aber hat mir auf jeden Fall auch ganz gut gefallen. Die Bosse waren auch beide cool. Die haben auch eigentlich ganz gut geklappt, auch wenn der erste mir ein bisschen auf die Nase gehauen hat. Aber meine Güte. Aber prinzipiell haben wir die beiden Dungeons gemacht und sonst haben wir eigentlich nur Hyrule erkundet. Also dafür, dass eigentlich so meine Intention war, dass wir uns in Lowrul umsehen, haben wir sehr viel in Hyrule gemacht, tatsächlich. Fun Fact dazu, Jan hat mir schon gesagt, dass er für mich eine Herzteilliste angefertigt hat. Mit allen fehlenden Herzteilen, die ich noch bekommen kann. Und eine Mai-Mai-Liste. Man kann beim ersten Mal die Reihenfolge nicht wissen, das stimmt. Da ist Karl-Heinz Friedrich übrigens. Ich weiß noch nicht, wie wir den anderen genannt haben, aber passt schon. Es ist halt, ne, ich mache es einfach so, wie ich halt möchte und dann geht das eigentlich auch ganz gut. Die Dungeons sind ja darauf ausgelegt, dass man die alle jetzt auch machen könnte. Auf jeden Fall haben wir sehr viel in Hyrule gemacht, weil ich dann die Pegasus-Stiefel bekommen hatte und dementsprechend, gehen wir erstmal hier hin, dann auch gelernt hatte, wie ich Maimais von den Bäumen runterholen kann. Und jetzt, wo ich halt von Jan auch noch die Liste bekommen würde, könnten wir natürlich auch Hyrule erstmal, ich sag mal, recht komplett abschließen. Bedeutet, soweit alle Herzteile holen, alle Maimais und so. Aber ich glaube, ich würde heute trotzdem gerne erstmal Lowrul weiter erkunden und die Maimais dann einfach weiter so nebenbei sammeln und dann vielleicht entweder im nächsten Stream oder wirklich erst, wenn wir alle Dungeons haben, dann halt wirklich nochmal explizit auf Maimai-Suche gehen. Weil es kann halt ja wirklich immer mal passieren, dass du nochmal aus Versehen irgendwo vorbeirennst. Und auch in Maimai, das würde ich mir dann quasi auch so ein bisschen kaputt machen, wenn ich jetzt schon alle suchen würde. Deswegen machen wir auf jeden Fall noch. Also ich habe schon Lust, eigentlich alle Herzteile zu holen. Und halt auch alle Maimais. Aber erst später. Erstmal möchte ich noch ein bisschen in Lowrul erkunden. Und ja. So. Wir starten jetzt übrigens hier. Das kann ich euch gleich erklären, sobald ich halbwegs safe bin. Ich glaube, hier oben geht's. Weil, wenn ihr mal auf die Maimai-Karte guckt, die haben das eigentlich schon ziemlich gut unterteilt, finde ich persönlich. Und bitte gehen Sie, während ich hier erkläre. Vielen Dank. Und quasi in dem Gebiet, wo die 5 steht, da waren wir beim letzten Mal ja auch, quasi im Dorf und unten beim Dungeon. Das Schloss, da waren wir auch mal. Also da haben wir quasi dieses Gebiet komplett gemacht. Und es ist eigentlich ganz praktisch, das so ein bisschen abzuarbeiten, dass wir jetzt quasi erstmal das Gebiet nehmen, wo die 2 steht, weil das scheint mir recht klein zu sein und recht eingeschränkt, dass wir uns da ein bisschen umgucken. Und ja, ganz unten links, wo die 3 steht, können wir noch nicht hin, weil ich noch keinen Durchgang gefunden habe, aber alles andere könnten wir potenziell machen, weil ich ja doch schon viele Portale gefunden hatte. Aber ich dachte mir, das machen wir zuerst und dann können wir immer noch gucken, wo wir noch hin wollen. Aber das schien mir jetzt eigentlich am schnellsten noch dazwischen zu schieben, zu sein, tun. Ich finde das auch echt praktisch, wie sie es unterteilt haben. Also das hilft schon. Für mich zumindest, weil ich gerne Ordnung habe. Vor allem kann man dadurch halt immer gut gucken, wie viele Maimais einem da jetzt noch fehlen. Ich habe dann halt den Guide natürlich von Jan, aber ich glaube, das ist auch ganz gut machbar, wenn man wirklich dann auf sich alleine gestellt alles absucht, weil man eben genau weiß, wo halt welche noch fehlen und wo man fertig ist. Wobei ich glaube, ich habe mittlerweile, meine Güte, können wir jetzt auch wieder gut spielen? Ich wollte eigentlich dein Schild haben, aber du kannst einfach sterben. Okay, ich glaube, ich habe in einem Gebiet habe ich schon alle Maimais geholt. Aber ansonsten nicht. Wenn ich mich jetzt nicht immer treffen lassen würde, während ich das Schild klaue, oder den Schild, wäre das echt gut. Da arbeiten wir nochmal dran. Oh, ich glaube, ich habe die Biene gerade abgeschnetzelt. Naja. So, und hier ist ja auch schon wieder Schluss.
Oh. Okay. Ich werde aber... Da ist doch garantiert auch noch was drunter. Erstmal die Bäume anrempeln. Hört man irgendwas? Ich glaube, also piepen tut da nichts unter dem Felsen. Okay, dann weiter in die Richtung. Ich habe den Boris-Verschnitt gefunden, dieser Welt. Flupp! Oh, den da hinten habe ich auch noch gleich getroffen. Zack, oh, die Pfeile sind so praktisch. Echt, ihr habt alle was gehört? Ich irgendwie nicht. Vielleicht sind meine Boxen noch einfach zu leise eingestellt. Dann ist es Maimai aber bestimmt unter dem Felsen. Können wir sowieso mal markieren. Da irgendwo. Weil den Felsen müssen wir auch noch mal irgendwann vielleicht anheben. Ich finde das lustig, dass ihr das alle gehört habt, weil irgendwie mag auch, wie gesagt, an meinen Boxen liegen. Oh, hier wäre sogar ein Teleportpunkt. Weil ich die auch nicht so extrem laut eingestellt habe, weil ich ja auch nicht möchte, dass es rückkoppelt. Aber okay. Gucken wir erstmal, dass wir hier alles aufräumen und dann gucken wir mal weiter. Bleiben Sie stehen. Wenn, dann will ich auch alles schnetzeln. Oh, warte, das warst du? Oh, meine Flaschen sind voll. Vielleicht fragen die mich ja trotzdem. So. Hab eine goldene Biene gefangen. Oh. Ich hatte die Hoffnung, dass sie mich fragen, möchtest du die vielleicht in eine volle Flasche füllen? Darf ich sie jetzt fangen? So. Yay! Dann können wir die bei Gelegenheit nämlich auch mal abgeben. So. Hallo. Hallo. Das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen aus dem Konzept... Kommst du aus der Wand raus? Aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, das Ding spawnt random, soweit ich gehört habe, aber... Was spawnt random? Die goldene Biene. Ja. Kannst du Glück haben, einen zu kriegen oder nicht? Okay. Aber hätte ich den Teleportpunkt auch schon längst aktivieren können. Aber gut, ich habe mich halt auch nicht so wirklich umgesehen, ne? Aber hey, haben wir die auch mal. Können wir die mal Gelegenheit beim Sumsenmann auch mal abgeben. Hier sind echt viele von diesen fetten Felsen. Aber ich meine, meine Bomben waren ja noch zu schwach dafür, oder? Ja. Also die sprengen alles, aber nicht das, was ich möchte. Und da war der andere Durchgang. Das heißt, ich vermute mal, die zwei Maimais, die hier in dem Gebiet sind, gut, wir können da gleich noch weitergehen, die sind hier irgendwo unter den ganzen Felsen begraben. Ich packe hier auch mal einen Punkt hin, dass wir wissen, dass hier auf dem Friedhof auch ganz viele Felsen sind. Die Bomben können halt echt nichts. Ich finde das schön, wie da ein Fragezeichen hinter ist. Hey du, kannst du mich etwas sehen? Seit 10 Jahren hat jetzt niemand mehr mit mir gesprochen. Oder sind es schon 20? 30? Ist auf jeden Fall verflixt lange her. Ich war ja der Totengräber, aber es gibt schon lange keine Gräber mehr, um die ich mich kümmern kann. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Gräber in Ordnung sind, ist auch die Welt in Ordnung. Ha, ein schönes Gefühl war das. Ja, früher. Früher war alles besser. Ja. Okay. Dann weiter hier rüber. Da kann ich mich nicht durchquetschen. Ignorieren wir übrigens die ganzen Hintergrundgeräusche. Versuche so leise wie möglich zu sein. Es ist nur mein Mann, der versucht leise zu sein, aber kläglich scheitert. Ich habe nichts gehört. Ich will das sprengen. Dann nicht. Jan, sei mal leiser. Du weißt auch, bei mir hört man irgendwie alles im Mikro. Ich hoffe halt wirklich, dass dieses Spiel es am Ende nicht versaut. Weil ich fand zum Beispiel Minish Cap war auch richtig gut und mochte Minish Cap echt gerne. Und dann so die letzten Dungeons und der Endboss, die waren furchtbar. Oh, hi, ne? Und ich hoffe, dass dieses Spiel das Niveau halt echt halten kann. Ich mag den Bogen. Der ist... Oh, das ist eine Truhe.
Der ist witzig. Komme ich durch den Schild überhaupt durch? Ich glaube schon fast nicht. Dann gib den doch mal her. So. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich auch nicht. Ich bin einfach random gegen den Baum gelaufen. Masterplan. Der stand da so einsam rum. Gib mir das mal. Und verschwinde bitte. Oh, du lebst ja immer noch. Dann halt so. Da lief doch noch einer rum, ne? Da. Kann ich dein Schild auch haben? Danke. Schon frech, hier einfach mit einem Schild rumzulaufen, ne? Was haben wir da? Nice. Oh, da ist noch eine Biene. Aber die brauche ich jetzt nicht zwingend. Dann war das, glaube ich, jetzt hier auch schon die Ecke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Maimai vermutlich unter einem Felsen rumliegt. Kann ich alles nehmen oder willst du auch noch was? Wenn du alles schaffst, kannst du auch alles essen. Und das andere haben wir ja gefunden. Das heißt, ich denke, wie gesagt, eins ist unterm Felsen noch drunter. Aber ja, das ging doch eigentlich recht flott. Und hallo an die, die gerade noch eintrudeln. So, haben wir das. Die Frage ist, wo wir dann als nächstes hingehen wollen. Huch, das wollte ich nicht. Blind auf dem Touchscreen zu tippen ist immer so eine Sache. Also, wir könnten oben zum Todesberg. Das wäre das Schneegebiet. Da hätte ich natürlich auch Bock drauf, aber da habe ich immer Bock drauf. Das würde ich mir aber vielleicht noch ein bisschen aufheben. Dann haben wir den Skelettwald oben links, wo die 8 ist. Der scheint mir auch ein bisschen größer zu sein. Ich meine, ich habe da 3 Portale. Und da ist auch noch ein Dungeon. Würde ich aber, glaube ich, auch ein bisschen später erst machen. Und unten links zur 3 kann ich noch gar nicht. Bedeutet, ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal rechts die Seite machen, also das untere 5er und das 8er Gebiet, weil das tatsächlich auch Dungeons sind, die wir ja schon gemacht haben. Bist du sicher, dass du das schaffst? Weiß nicht, das sehe ich ja am Ende dann. Was hast du bisher alles gemacht? Heute? Nichts, ich habe dieses kleine Gebiet hier erkundet. Das, wo die Kathedrale in der Lichtwelt war? Ja. Okay. Keine Herzteile gefunden. Nein. Ich spiele auch noch nicht so lange. Setz mich nicht unter Druck. Ich wollte, bis auf meine Liste noch aktuell ist, die ich extra für dich gemacht. Achso, da habe ich gar keinen Teleportpunkt. Na dann muss ich einmal auf die andere Seite zurück. Wie viele Herzteile hast du aktuell? Wo kann ich das denn sehen? Der Status? 2. Ja, dann stimmt meine Liste. Und dann weiß ich, wo alle deine restlichen Herzteile sind. Was ist das denn für eine Versammlung da unten? Ich gehe. Guten Hunger. Dass sie Jan gerade zur Tür rein, noch nicht fertig mit Essen, noch nicht mal angefangen mit Essen. Wie viele Herzteile hast du? Wo war mein Durchgang, wo ich hin wollte? Doch, der war irgendwo hier oben, ne? Hier drin, stimmt. War ja die Kirche. Ich erinnere mich. Okay, dann ist er nach Hyrule zurück und dann gucken wir mal, was wir auf der rechten Seite so erkunden können. Da sind ja potenziell auch noch 2 Dungeons und da würde ich dann auch zuerst hingehen. Guck, guck. Dass sich auch nie einer wundert, wenn ich aus der Wand rauskomme. So, Inga. Wo gehen wir denn mal hin? Wobei, anders gefragt. Wo sind Portale? Das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Da wäre eins. Und da ganz außen wäre auch eins. Da bin ich, glaube ich, hingeschwommen. Dann bitte mal dahin. Ich finde das Erkunden auch echt cool. Vor allem, weil das Spiel verhältnismäßig echt viele Dungeons zu haben scheint. Ich meine, Hyrule hatte 3, glaube ich. Ostpalast, Haus des Windes und Heras Turm. Und Lowell scheint 7 zu haben. Das ist für jemanden, der Dungeons sehr, sehr gerne mag, schon sehr, sehr cool. Und ich gehöre zu dieser Fraktion. Ich liebe Dungeons. Aber ich mag das Erkunden auch sehr gerne. So ist es nicht. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie es umgesetzt ist. Ich war ja so ein bisschen skeptisch mit dem Itemsystem, aber das klappt eigentlich echt gut. Ja, Schloss Hyrule kann ich nicht so richtig zählen irgendwie als Dungeon. Ich weiß nicht, es war eher so ein Zwischending.
So. Dann gehen wir doch mal hier durch. Außer jemand möchte dieses nette Rennen nochmal machen. Ich nicht. Einfach mal alles, was du kriegen kannst. Einfach just for fun. Und dann sind wir jetzt hier. Das heißt, wir können uns jetzt hier erstmal umgucken und wahrscheinlich gleich feststellen, dass ich den Sumpf gar nicht durchschwimmen kann. Aber hey, dann haben wir uns zumindest mal angeguckt. Und dann mal schauen. Quasi alles, was da noch innerhalb von dieser weißen Grenze ist. Ja, auch wenn Hyrule Castle als vollwertiger Dungeon zählt, wie gerade schon gesagt, für mich nicht, von meinem Gefühl her, weil dafür war er einfach zu winzig. Es ist, huch, ich wollte gerade sagen, wieso geht das Ding nicht kaputt? Das ist für mich, wenn dann, ein Zwischendungeon. Aber gut. So. Wofür habe ich meine Bomben eigentlich geupgradet, wenn sie einfach nicht mehr sprengen können? Einfach für mehr Damage? Ich hatte Hoffnungen. Oh, ein Feenbrunnen. Yay. Oder so. Ich finde auch, das Spiel macht auf jeden Fall viel richtig. Kann nichts gegen sagen. Fand das halt anfangs, wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig mit dem Itemsystem. Aber ich habe ja nie behauptet, dass das was Schlechtes ist. Also, sagen wir so, ich fand es am Anfang nicht so gut, aber ich habe auch mal gesagt, okay, gucken wir erstmal. Also so. Das Windfisch-Ei aus Link's Awakening, nee. Das ist, finde ich, auch nicht unbedingt so ein Dungeon. Das stimmt. Was passiert, wenn ich... Nur zwei, drei Räume. Wenn ich hier rüber gehe. Dann würde ich hier landen. Oh! Hi, na? Ich wollte ja nur mal vorsichtig gucken. Aber ist okay. So, da oben war ich ja gerade. Gut, da könnte ich... Ich glaube, das Wasser... Ich weiß gar nicht, vielleicht sieht das hier auch einfach nur so grün aus. Das sieht auf der Karte immer so verseucht aus. Aber ich gucke mir erstmal oben alles an. Warum sollte ich da lang gehen? Mal gucken. Ich frage mich wirklich, warum ich das tun sollte. Für die bessere Aussicht. Wahrscheinlich. So. Machen wir meine Karte mal wieder ein bisschen größer. Ja, dann können wir da noch das ganze Festland, nenne ich es mal, erstmal erkunden. Und dann gucke ich mal, ob ich ins Wasser hopsen kann. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, es geht nicht, weil das sah halt echt eher so wie Sumpf aus. Aber wenn ich es mir so näher angucke, könnte das schon passen. Irgendwas piept hier. Ja gut, du hast dir jetzt aber auch keine Mühe gegeben, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Aber hey, guck mal, ich habe die Hälfte aller Maimais gefunden. Alleine, bis dato. Finde ich ja schon gar nicht mal so schlecht. Was ist jetzt hier an der Ecke noch Tolles? Nichts? Achso, da komme ich gar nicht lang. Was ist das denn für ein Kopf da? Okay. Ich möchte oben, wenn dann, ins Wasser. Also ich glaube, es ist ganz gut, sich echt Laurel so ein bisschen runter zu splitten, wie das Spiel es auch von alleine macht. Muss manchmal so ein bisschen lauschen. Und dann quasi einfach nach und nach alles abzuarbeiten. Also finde ich zumindest sehr praktisch. Da war gar nicht mein Bogen. Ich kann auch einfach eine Bombe legen. Wenn ich die jetzt noch treffen würde... Wäre das hervorragend. Aber ich treffe sie leider immer ganz genau nicht. Ja. Also eigentlich wollte ich sie abschießen, aber dann habe ich leider festgestellt, dass ich zu blöd bin, irgendwas zu treffen und es dann doch wieder gelassen. Aber die mag ich sowieso nicht, die Gegner. Egal ob hier oder in der anderen Welt oder wo auch immer. Die waren schon immer anstrengend. Kann ich hier wirklich einfach tauchen oder werde ich gefressen? Ist das eine Schildkröte? Ich finde das gut, wie ich noch nicht mal einen Gedanken zu Ende bringen kann und dann schon der nächste kommt. Also da ist eine Art Schildkröte. Okay. Da ist auch eine Schildkröte und hier kann ich an Land. Okay.
Und da könnte ich, glaube ich, nicht rüber, weil da Steine sind. Kann man dir helfen? Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kam nicht mehr auf die Beine. Und da waren Monster. Und ich hatte solche Angst. Man macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich schwimme besser schnell zu ihr zurück. Eine gute Tat. Tipp, tipp, tipp. Oh. Irgendwie kam ich da nicht an Land. Aber es piept. Nein. Aber hier sind überall eine kleine Plattform irgendwie. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Da ist noch eine Schildkröte. Nein. Könnt ihr... Oh. Könnt ihr bitte... Eine alte Antwort, dass du alles springen willst. Ja. Könnt ihr bitte meine arme Schildkröten Freund in Ruhe lassen? Meine Güte. Ich hatte solche Angst. Ich schwimme schnell zurück zu meiner Mama. Diese schlimmen Monster haben mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die sowieso irgendwie alle finden, um in den Dungeon da reinzukommen. Da würde ich an Land kommen. Ich denke mal, das ist mit dem Dungeon verbunden. Ich wüsste auch nicht, wie ich da jetzt sonst drankommen sollte. Was wackelt da oben? Und da ist eine Fee. Was zur... Schildkröten-Chan, you okay? Ich komme gleich nochmal vorbei. Hat sich festgekrallt. Ich muss hier einmal alles erkunden, aber ich komme wieder. Versprochen. Ah ja, und den Durchgang hatten wir ja auch schon. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die sich da festhält. Aber die berühmte Krallschildkröte. Aber wie gesagt, ich denke mal, diese Sachen hier... Ah, da ist noch ein Maimai. Gehören auch zum Dungeon. Diese beiden Balkone, nenne ich es mal. Flup. Flup. Und flup. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte ein bisschen schneller schwimmen. Und da ist wieder meine Schildkröte. Aber dir fehlt wahrscheinlich noch ein Kind. Ich frage mich halt wirklich, wie ich da hinkommen sollte. Was zur... Irgendwie dachte ich kurz, die Schildkröte wäre mein Dungeon, aber bei genauerer Betrachtung... Was zur Hölle macht ein Feuerdungeon auf dem Wasser? Das kam jetzt unerwartet. So, wir müssen die Schildkröte retten. Das heißt, wir gehen mal noch hier an Land und gucken... Was es hier noch so gibt. Da könnte ich eventuell tatsächlich durch, um die Schildkröte zu retten. Aber was ist denn hier noch? Das ist so die nächste Frage. Ach, ich weiß, wo ich bin. Naja, es gibt Unterwasservulkane, das stimmt. Aber in Videospielen ist das meistens eher so thematisiert. Feuergebiet gleich Feuerdungeon und nicht Wassergebiet gleich Feuerdungeon. Von daher gesehen war das schon gerade so ein bisschen, okay, habe ich jetzt nicht zwingend erwartet. Ich meine, ihr müsst zugeben, dass es ein Eisdungeon auch viel häufiger in Eisgebieten als in Feuergebieten gibt. Auch wenn es möglich wäre. Ja. Wie laut wollen Sie Ihren Joghurt auskratzen? Ja. Einmal! Ja, guck mal, der will mir Bienen andrehen. Ja, nee. Keine Ahnung, ich habe eine, ich brauche keine. Und was war jetzt hier oben noch? Oh. Ich will den Screen nicht immer verlassen. Ich laufe nur immer zu weit. Das fand ich jetzt schon irgendwie leider witzig. So. Es geht schon echt tief runter. Ich hatte nicht vor, meine goldene Biene zu verkaufen. Oh, so weit wollte ich gar nicht latschen. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass es da tief runtergeht. Auch eine Erkenntnis. Hast du eine goldene Biene gefahren? Ja, in dem Moment, als du nach Hause kamst. Deswegen haben wir über goldene Bienen geredet. Ah.
Ich dachte, du hast nur allgemein gefragt. Nein, ich habe gar nicht gefragt. Der Shell hat gefragt. Cool. Ja,